Hallo und herzlich willkommen, liebe Brettspiel-Geeks. Heute machen wir ein ganz besonderes Video. Ihr habt schon lange darauf gewartet, wir sortieren wieder aus. Dun, dun, dun. Denn wirklich, schon wieder ist dieser Schrank überfüllt. Und nicht nur dieser Schrank, auch der im Schlafzimmer, auch der hinter euch. Also hinter Christopher, der Kamera. Und ja, wir haben zu viele Spiele. Unglaublich. Deswegen, wir müssen wieder aussortieren. Besonders die Spiel steht vor der Tür. Ja. Leute ist noch auf dem Weg. Sie ist bald vor der Tür. Na gut, deswegen. Christopher hat hier schon ein bisschen was hingelegt. Ja, das ist tatsächlich nicht aussortiert. Das liegt da einfach nur. Echt? Aber du hattest doch gesagt. Wir können damit gerne anfangen. Erzähl uns. Wie sieht es bei dieser Sache aus? So, Leute. Zuallererst, Oh Crap zum Beispiel, das bleibt, ist auch eh nur ein Prototyp. Aber Skyrim, das wird gehen. Und zwar, ja, vor das Licht stellen ist nicht so nice. Und zwar wird Skyrim gehen, weil ich, ich hab's ja gespielt. Und ich finde, es ist tatsächlich sehr ähnlich zu RuneScape, das Brettspiel. Und natürlich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber Skyrim ist natürlich irgendwie krasser alles, ne? Immersiver, hat mehr Sachen drin und auch ein interessanteres Kampfsystem als RuneScape. Aber ich bin ein RuneScape-Fan durch und durch. Also ich glaube, kein Spiel hat mich so heftig beeinflusst in meiner Teenie-Zeit wie RuneScape. Und Skyrim tatsächlich gar nicht. Und deshalb finde die mechanisch doch sehr, sehr ähnlich, ist meine Entscheidung, okay, dann bleibt RuneScape für mich, weil ich dann lieber RuneScape mit meinen Freunden spiele und das da weiter entdecke, als jetzt einen Skyrim, was aber nichts gegen das Spiel sagt, sondern einfach, das ist halt dieses, es ist sehr ähnlich, dann bleibt nur eins. Das ist so wie, als ob ich jetzt Seven's Continent noch hier hätte, dann müsste Seven's Continent gehen, weil Seven's Citadel eben das Ding ist, ja. Das nächste, was gehen muss, ist dieser Würfelturm. Leute. Also, falls jemand sich für diesen Würfelturm interessiert und ihr den Versand zahlen würdet, dann ist es eurer. Wirklich. Wirklich. Dann müsst ihr aber kommentieren, und zwar, wieso weil ich vor der Pflicht stehe. Brettspiele besser sind als Fußball. so. Das bleibt. Scout bleibt, das ist ja einfach nur so. Gut, dann gehe ich mal wieder hinter die Kamera, Walli. Durcheinander, es ist halt nicht durcheinander. Hier bleibt alles, da bleibt alles. Ist das so? Ist das so? Hast du irgendwo ein Spiel im Blick? Wo du sagst, boah. Ich bin bei Afiari kurz am Denken. Kurz am Denken? Ja. Okay. Was sagst du? Wir haben es also lange nicht gespielt. Für meiner Meinung nach kann es gehen. Ich muss es nicht mehr spielen. Aber ich weiß, dass du es gerne gespielt hast. Und deswegen können wir es ruhig auch noch wenigstens einmal spielen, bevor es dann. Sagte Walli zum 80. Mal bei gleich Empires of the North. Nee, das kann gehen. das haben wir es danach nochmal gespielt? Nein. Okay, wir müssen es noch einmal spielen. Afiari werden wir auch nicht spielen. Also wenn du sagst, es kann gehen, dann kann das gehen. Ich also daran cool, hänge ich nicht. Aber ich finde es cool, aber kann, keine Ahnung. Das ist ein vielleicht, okay? Okay, ein vielleicht. Merke ich das. So, hier bleibt, das ist neu, das ist wundervoll und das ist lustig. Mantis tatsächlich auch im Urlaub gespielt. Ja, stimmt, Mantis haben wir auch gespielt. Ja, wieso? Also, dann haben wir hier dieses Fach. Also Sky Team, das werden wir auf jeden Fall nochmal durchspielen. Ich denke, wenn das durchgespielt ist, also wirklich jedes Szenario einmal durchgespielt ist, dann kann es gehen, aber. Weißt du schon, dass eine Erweiterung angekündigt wurde? Nee, weiß ich nicht. Brauchen wir dafür diese Box? Ich glaube schon. Echt? Der hat jetzt gesagt, nö. Auf jeden Fall, das bleibt, bis es durchgespielt ist. Mischwald bleibt,
Seventh Duel bleibt, Rift Force bleibt. Ja. King of Tokyo bleibt. Hitster bleibt. Find a Source will ich irgendwann mal mich hinsetzen und das lernen und das spielen. 1 bis 3 Spieler. Naja, egal. hat sich jetzt sowas Dodge Fight bleibt. Okay. Den finde ich sehr cool. Das hätte ich jetzt vielleicht rausgeholt. Can't Stop bleibt. Ja, das ist so unser Kaffee- und Kuchenspiel. Ja, das holen wir immer mal wieder raus. Ist auch lustig für neue Menschen, die vielleicht auch gar nichts mit Brettspielen zu tun haben. So wie Bali. Ja, so wie ich. Deswegen Can't Stop. Da kann man nichts falsch machen. The World of Eternity macht mit jedem Mal immer mehr und mehr Spaß. Frage dafür ist, wird jetzt auch eine Erweiterung angekündigt. Die Frage ist, wann geht es endlich bergab? Keine Ahnung, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Wann wird es endlich schlecht? So die Kombis hinzubekommen, dass es für einen funktioniert. Und manchmal funktioniert es eben auch gar nicht, was man sich da ausgedacht hat. Das zu entdecken macht Spaß. Also ja. Auch eine Empfehlung, ein kleines Spiel, was dann so eigentlich bei uns jetzt 30 Minuten lang geht. Gehen wir eine Etage tiefer, Leute. Also, gehen wir. Also, Hit. Wenn unsere Kinder älter werden, würde ich sagen, das bleibt. Aber unsere Kinder sind noch nicht so die alt. Die werden irgendwie nicht älter. Die werden irgendwie nicht älter. Irgendwie zu langsam. Ist, glaube ich, ein lustiges Spiel für Familien, wo nicht jeder unbedingt der größte Brettspieler ist. Das kann gehen. Bis das interessant wird und für unsere Nichtspieler das zu behalten, nee. Vielleicht in so einer Jugendgruppe oder so. Tu das bitte auf Skyrim. Ja, schmeiß noch lauter. Okay, dann haben wir hier, Arbeit. Ein Scherz. Wir haben hier Sherlock Holmes beratender Detective, den zweiten Teil. Der bleibt natürlich, den habe ich noch nicht angefasst, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber das bleibt und ich werde es auf jeden Fall noch spielen. Die Insel der Katzen bleibt. Planet Unknown. Da war das letzte Mal so, boah, vielleicht ist es Zeit zu gehen. Ja, was sagst du jetzt? Also, ich finde ja... Ich finde es komisch, dass ihr mich nicht seht. Komm mal, Kamera. Ja, aber die Höhe musst du dir aber... Ja, du musst ja jetzt ab jetzt auf den Knien sein. Ja, aber ich bin kleiner als du. Ja, wenn dann ich auf den Knien stehe... Also, Planet Unknown habe ich so ein bisschen... Ich finde es eigentlich cool, dass es mehr ist als mal nur einfach puzzeln. Aber es ist auch irgendwie groß. Und irgendwie ist es doch immer das Gleiche, muss ich sagen. Also auch wenn ich verschiedene Fraktionen spiele, ist das Spielgefühl und Erlebnis doch immer sehr ähnlich, finde ich. Ja. Also für mich kann es deshalb gehen. Mhm. Was sagst du? Für mich auch. Also ich finde es, ich mag Insel der Katzen sehr gerne, aber es ist halt wesentlich länger von der Zeit her. Kannst du das rausziehen und ich halte das. So, deshalb, hat Spaß gemacht, ist ein gutes Spiel, aber das sind ja alle super Spiele. World Travelers. Traveler. Ist lustig, kann man spielen. Hatten da auch unseren Spaß dran, aber das war jetzt 4-mal gespielt, das reicht dann tatsächlich für mich auch. Ja. Und es ist jetzt kein wirklich anspruchsvolles Brettspiel. So, die Anno-Erweiterung, freut mich. Stella bleibt, Harmonies bleibt, Star Wars Bounty Hunter. Würde ich wenigstens einmal noch spielen. Also für mich ist das auch ein bleibt. Bonsai bleibt und die Weiße Burg bleibt auch. Kriegt tatsächlich jetzt auch eine Erweiterung. So, jetzt darfst du wieder. Ich versuch's mal jetzt auf den Knien. Christopher passt falls was an. Wir haben hier Getäuscht. Oder Deception. Das bleibt auf jeden Fall. Azul. Ist es Zeit für Azul zu gehen? Also, wir haben andere abstrakte Spiele, die wir sehr gerne spielen, wie Nova Luna. Für mich könnte Azul gehen, aber Christopher sagt, bleibt. Beyond the Sun möchte Christopher behalten. Quacksalber von Quedlinburg, auch ein besonderes Spiel, was man behalten sollte. Sushi Go Party bleibt.
Ich finde es schade, dass man hier wirklich die große, also so eine große Verpackung gewählt hat. Ja, wir können uns ja die niederländische kaufen, die ist klein. Nö, aber die ist auf Niederländisch. Das gefällt mir nicht. Das ist ja egal. So. Ach, Clockworker. Will ich eigentlich noch behalten, aber ich weiß, dass Christopher sagen wird, nee, Walli, hör auf. Ja, kannst du behalten. Stört mich nicht. Aber länger als die Spiel wird es nicht überleben. Ja, kann es gehen. Wir werden es. Das. Ja, ja, du wirst es nicht mit mir spielen. Kannst es ja jemandem im Freundeskreis beschenken, dass in der Nähe bleibt. Ja, okay. So, dann Ultimate Railroads bleibt. Alte Planung bleibt. Food Chain Magnet bleibt. Yes. Bleibt. Shikoku. Shikoku bleibt. Okay. Das wird dir sehr gefallen, aber wir müssen uns die Zeit finden. Ja, das ist halt das Problem. So, gehen wir weiter runter. Die Suche nach Planet X bleibt auch ein besonderes Deduktionsspiel. Kann ich nur empfehlen. Leben in Veterra. Tschüss. Tschüss. Will ich auch sagen. Ist tatsächlich Aqua, was viel generischer und alles klingt. Hat mir mehr Spaß gemacht. Ja, also hier das, dieses Plättchenlege-Aspekt ist so simpel, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint, aber es ist sehr simpel und es geht mehr darum, diese Gebäude hinzubekommen, sie zu bauen. Es ist irgendwie, ja, es macht irgendwie nicht so Spaß. Ich glaube, das ist unser Problem. Na gut, Dune Imperium bleibt, Empires of the North. Ich weiß, Christopher beschwert sich, aber irgendwie... Kann auch bleiben. Ja. Ja, bleiben wir hier erstmal bei Flügelschlag bleibt, Everdell bleibt, das bleibt alles. Das ist langweilig, ja. Easy. Ja. So, Marvel United bleibt. X-Men. Okay. Helden müssen draußen bleiben, bleibt. Christopher sehr gerne. Die Tavernen im tiefen Tal. Noch, will ich noch spielen. Ja. Haben wir jetzt dieses Jahr sogar schon einmal gespielt? Die sogar haben wir das gespielt. Also es ist schon, es ist ein sogar, weil wir drei Kinder haben. Weil wir drei Kinder haben und nur ausgewählte Spiele auf den Tisch kommen. Und wir nicht einfach alles hintereinander spielen. Na gut, Challengers Beach Cup kann auch noch bleiben. Na, das bleibt aber sowas von. Achso, okay. Wusste nicht, dass es so klar war. Aber ja, für mich auch kann es noch bleiben. Das andere Challengers haben wir aber abgegeben, ne? Das ist bei Paul, ja. Na gut. Ist in der Nähe geblieben. Ist in der Familie. Ist in der Familie. Oder willst du noch hier runter? Okay, irgendwie. Gleich. Also, wir haben uns Orléans zugelegt und noch nicht gespielt. Boah, ja. Das, das habe ich echt Bock. Ja, das müssen wir gekauft, spielen. Aber nicht gespielt. Nice. Genau, das sieht irgendwie aus, als ob das hier super unscharf ist. So aus dem Internet gescreenshottet und dann draufgeklickt. Naja, ist auch ein altes Spiel, ne, und so. Gut, Orleans müssen wir spielen und dann können wir entscheiden, ob das zu ähnlich ist zu Altiplano, was davon besser ist und so weiter. Kutnahora bleibt, ne? Ja, ist ein cooles Spiel. Nucleum bleibt auch. Ja. East India Company bleibt auch. Mhm. Keine Einsprüche, okay. Euer Ehren. Alles klar. Legendary Encounter. Das kann gehen. Richtig schlechtes Spiel. Nein. Okay. Ich werde es niemals spielen, deswegen. Mach mal, bitte. Mach mal nicht. Kommentiert bitte alle. Walli, spiel mit mir. Nein. Alien Legendary. Für wie viele Kommentare würdest du das mit mir spielen? Ich sag mir, für wie viel Geld? Ich muss meine Frau kaufen, um mit mir Brettspiele zu spielen. Schatz, das ist ja mein Geld. Dein Geld ist mein Geld. Hm. Naja, mein Geld ist dein Geld, dein Geld ist nicht mein Geld. Ich weiß nicht, was ist denn normal bei uns? Also wie viele Kommentare sind normal? Zwei. Wow, für drei mache ich's. Jawohl! Nein, stopp. Drei Kommentare, Leute, ihr habt's gehört. 100 Kommentare. Also. 100 Kommentare. Ich bin für drei. Nein. Chaos Order bleibt. Eins meiner Highlights letztes Jahr hat... Jan mir gezeigt. Sehr nice. Okay. War das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. The Great Wall. Ist schon mal ausgezogen, ist wieder eingezogen. Ist verpackt gewesen und danach haben wir es wieder ausgepackt. Ja, kann man wieder raus
kam wieder weg. Na gut. Oder hast du auf einmal wieder Lust gekriegt? Nein, das heißt dann wieder Lust, ich habe es noch nie gespielt. Ja, ich habe es gespielt. Und es hat mich damals nicht gecatcht, das interessiert mich nicht. Das Thema, ich bin, ihr seht, ne, wenn das Thema für mich nicht passt, dann brauche ich es auch nicht spielen. Und ehrlich, man verpasst auch nichts. Es gibt kein einziges Spiel, wo du da irgendwas verpasst. Doch. Meinung. Zug, Statement. Zug im Zug Legacy. Pandemic Legacy. Was hast du da verpasst? Spaß. Es gibt Wichtigeres im Leben. Wow. Na gut. Schnell was raus. Midlife Crisis. Nein, hat nichts damit. The Witcher bleibt. Ich habe drei Kinder. So. Arndt bleibt, Abgrundtief bleibt, da kommt jetzt die Erweiterung. QL Aventuria bleibt. Da auch die Erweiterung, die muss ich mal da reinschmeißen. Marvel Zombies, da ist für mich tatsächlich das obere, also ja genau, X-Men Resistance, kann für mich gehen. Das kann gehen. Das obere. Weil ich finde es cool, noch mehr Abwechslung und alles, aber tatsächlich reicht mir eine Basebox. Ja, also auch richtig cool, aber eine Basebox reicht mir. Und ich weiß ja auch, dass Ende des Jahres noch ein neues Zombie-Set rauskommt. Und dann brauche ich nicht zwei Riesenboxen von Marvel Zombies. Na gut, dann das bleibt anscheinend auch. Das ist die Erweiterung. So, dann gehen wir hier mal hin. Oh, wow. Komm zu mir. Ich kann nicht tiefer. Mhm. Aber die Menschen sehen. Die Menschen sehen. Also, Targi. Was ist das für eine Frage? Das Einzige, wir haben dieses komische Update-Set bei Targi geholt. Das ist irgendwie echt dumm. Ja, einige Erweiterungen machen das Spiel auch irgendwie unnötig. Unnötig viel. Ja, es sind dann vielleicht so viele Komponente. Vielleicht sortieren wir die Erweiterung raus. Beispiel Sea Salt and Paper. Wir hatten das mit der Erweiterung im Urlaub. Und wir haben es mit der Erweiterung gespielt. Und die neuen Karten, ich kam da nicht rein. Es war mir richtig ärgerlich, dass ich die ganze Zeit nachschauen musste. Ihr müsst wohl ihn nicht sehen. Okay. Dass ich die ganze Zeit nachschauen musste, was genau bedeutet diese Karte? Was bringt mir die? Und dann haben wir am Ende gesagt, Leute, komm, wir packen das einfach weg. Und dann haben wir die Erweiterung rausgenommen und hatten viel Spaß mit Sea Salt and Paper ohne Erweiterung. Deswegen, einige Erweiterungen machen es irgendwie unnötig. Ja. Also einige aber, Erweiterungen. Aber bleibt. Na gut. Ja. Das kann bleiben. Okay. Bleibt. Das kann von mir aus. Rajas bleibt. Okay. Kraftosaurus bleibt. Welcome to bleibt. Patchwork bleibt. Throw Dice bleibt. Ja. Easy. Und herzlich willkommen hier auf der anderen Seite. Die kennt ihr ja schon. Also, wir fangen an. Wir haben hier ein paar Sachen. Ne? Sea Salt and Paper haben bleibt. Wir im Urlaub gespielt. Nanu, ganz neu eingezogen. Nanu. Ohanami bleibt. Auch ein gutes Spiel. Redlands bleibt. Mhm. Willst du das jetzt alles rausholen? Okay. Ja, ein bisschen. Locana. Was? Ihr kauft euch eine Box? Für Locana? Ja. Ja, das bleibt. Das ist hier die. Da ist ihr kauft euch ein Display, verkauft drei Karten aus dem Display und dann habt ihr das Geld wieder drin, Leute. Pro-Tipps. Pro-Tipps. Echos muss man einmal spielen, danach kann man es weitergeben. Aber müssen wir noch machen? So, dann haben wir hier. Also, jetzt muss ich nicht mehr raus. Das ist ja alles noch nicht gespielt. Das haben wir einfach noch nicht gespielt. Sky kennen wir natürlich. Ich weiß nicht, ob sich hier bei der pinken Version was ändert, aber das kennen wir eigentlich schon. Bleibt denn hier was? Also, lohnt ja, sich ja, das bleibt alles. Aber also. Sagen wir hier nicht viel. Das bleibt alles. Ja. Da, ich schaue kurz noch einmal durch. Dann sind hier die ganzen Lacerda-Dingens. Inventions schön. Ist noch... Das da kann gehen. Das hier, ne? Ja, genau. Ja. Weil Viticulture bleibt natürlich. Chocolate Factory, auch ein echt schönes Spiel vom letzten Jahr. Was geht ist... Ali holt es jetzt raus. Mythwind. Und damit ist mein finales Fazit. Ich werde nie wieder irgendein cozy, gemütliches Spiel anfassen in meinem Leben. What? Never ever again. Es ist einfach nicht meine Art von Spiel. Deshalb, ja. Was heißt denn cozy Spiel? Ja, diese
Ja, wie Mythwind, also wo du gemütlich dich aufbaust, du machst alles und nichts ist so stressig. Charterstone? Es war Charterstone für dich ein cozy Spiel? Ja, ein bisschen. Aber keine Ahnung, gefällt mir irgendwie nicht. Da, ich würde auch zum Beispiel Earthbound Rangers ist für mich kein cozy Game, weil du kämpfst da und alles Mögliche. Ne? Es hat diese Vibes, aber hier ist es extrem und ist einfach nicht my cup of tea. So, und dann Magic, unsere Partybox, Mind Management bleibt. Descent bleibt, Star Wars Playmatten bleibt, Sherlock bleibt, Heat bleibt, Bullet, richtig gutes Teil bleibt, Nemesis bleibt, Zug um Zug bleibt, Rising Sun bleibt, Arcane Society bleibt, wobei man da entscheiden muss, das oder Ethnos, müssen wir für uns aber noch herausfinden und die Descent Erweiterung bleibt auch. Also einmal für euch hier nochmal, was geht, sind diese Spiele hier. Ich denke mal, ihr könnt unsere Argumente verstehen. Falls das eins eurer Lieblingsspiele ist, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr in den Spielen so gerne mögt. So, ja, das war wieder ein bisschen aussortieren und ihr seht, es ist nicht wirklich viel Platz geworden. Aber ein wenig und das mit dem Aussortieren wird immer schwieriger, weil wir sortieren halt regelmäßig aus und ich nehme dieses Spiel. Und bestimmte Sachen bleiben. Brass, ja, weil das noch so schimmert. Dann wird es halt immer schwieriger mit dem Aussortieren. Tatsächlich wäre es interessant, eine Statistik zu schauen, welche Spiele von der letzten Spiel noch in unserem Regal sind, die so Müsste überlebt haben. Müsste man eigentlich noch nennen können, oder? Ja, das kann man hier gut erkennen. Also ich zähle ja so Sachen, Mischwald, Sky Team ist von letztem Jahr. Hier. Ist das Spirit nicht auch von letztem Jahr? Also das Spirit Island? Ne, das ist vom vorletzten Jahr. So. Castles of Burgundy war zur Spiel rum. Dann hier Weiße Burg tatsächlich. Nucleum Kurt Nahora. Also die Expertenspiele waren sehr gut. Helden müssen draußen bleiben. Ist nicht auch Challengers Beach Cup? Challengers Beach Cup, genau. Und hier Chaos Order noch und Witcher. Also dann doch mehr Spiele, als ich dachte jetzt von letztem Jahr. Ist nicht Aviari sogar von letztem Jahr? Ja, das ist von letztem Jahr, aber nicht von der ist auf das Spiel erschienen. Tatsächlich, aber ja, ich habe es mir später geholt. Ja, hier sind noch ein paar neue Sachen hier. Das Euro Highlight. Sanguo. Weil ihr noch nicht mit mir gespielt. Gibt mal Zeit, ne? Bitte wieder die Regeln vergessen. Gut, danke fürs Zuschauen. Gerne Daumen hoch da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.